Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nancy am Start, ja, wie abgesprochen quasi. Oh, wir sind hier alle gemeinsam gestartet. Jo, ich würde gerne, genau, erstmal einen Totem schnell finden, dass wir innere Kraft schon mal fertig haben. Also, Larrys, Leute, in dem alten Gewand, ja, schaut's euch nochmal an. Und freut euch auf das neue Larrys. Ist echt krass, oder? Das neue Larrys ist schon ziemlich geil. Wir spielen gegen eine Krankenschwester. Ui. Wo kommt die gerade lang? Oh oh. Ah, natürlich hat sie uns gesehen. Okay. Ich hab's befürchtet. Ich renne hier erstmal fast rein. Innere Kraft regelt. Dürfte uns auch nicht hören oder so. Hab ein Medikit übrigens diesmal noch dabei. So. Erster Generator ist durch. Sie kam aus der Richtung. Vielleicht ist ihr Ruin-Totem hier irgendwo. Naja gut, hier ist aber ein normales Totem. Dann können wir hier zumindest schon mal wieder unsere innere Kraft aufladen. Ja komm, ich werde keine halbe Stunde da. Ah. Okay, wir haben uns aber zumindest gemerkt, wo wir uns hochpushen können. Totem wurde weggenommen. Okay. Oh, sie hat jemand anderen erwischt. Und wir versuchen trotzdem wieder erstmal das Totem wegzunehmen. Also, Ruin ist weg. Ach ja, wir haben immer noch übrigens die Daily natürlich. Ausgangstor öffnen mit Nancy. Vielleicht wird es ja diesmal was. So, innere Kraft ist aufgeladen. Ja, die gute alte Krankenschwester. Ich weiß auch gar nicht, auf der Map hier hatte man das eine Zeit lang mal als Krankenschwester relativ schwer. Also zum einen, klar, die Survivor können immer schnell die Sichtlinie unterbrechen, aber es gab auch sehr viele Objekte, wo du nicht richtig durchteleportieren konntest. Und dann bist du auf einmal hängen geblieben, ja. Hast den Teleporter voll aufgeladen und auf einmal teleportierst du dich nur 2 Meter, weil du hier durch irgendein komisches Bett oder so nicht durchkamst. Das, da erinnere ich mich noch dran. Oh, hier wäre der Keller gewesen. Hab irgendwie mit dem Keller gerechnet. Ja, da hat das jetzt nicht so viel gebracht. What? Ich dachte, die wäre da hängen geblieben. Was ist da schon wieder los, Leute? Ah, diesmal hat sie es gerafft. Guck mal, wie ich da drin stehe. Na gut, dann ist innere Kraft zumindest immer noch bereit. Ah, ich bin halt nur losgerannt, weil ich irgendwie dachte, sie wäre da hängen geblieben, ne? Vielleicht hätte sie uns sonst gar nicht gesehen. Naja, man weiß es. Gut, sie geht dorthin zurück. Ja, sie wird wahrscheinlich Barbecue haben, gehe ich mal von aus. Da wollte ich zu viel, ne? Erstmal haben wir ja Ausbruch verkackt. Das war so das erste Problem, was ich hatte. Ich bin nicht nah genug rangekommen, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, die rennen in den Keller. Ich glaube, dann hätte ich aber sowieso nichts mehr machen können. Oh, dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ah, sie will mir noch einen Hit geben. Das war knapp gerade. Jetzt kann sie aber nur einfach porten. Aber der andere ist schon wieder aufgesammelt worden. Okay, wenn schnell und leise gleich fertig ist, könnten wir nochmal probieren, irgendwo durchzuspringen. Okay.
Wie sind sie los? Brauche ich meine innere Kraft weg oder mein Medikit? Weiß nicht, ob hier noch irgendwie jetzt ein Totem in der Nähe ist. Weiß auch nicht, wie fleißig die anderen Leute waren. Ich nehme mal mein Medikit erstmal. Dann haben wir gleich noch einmal die Möglichkeit, innere Kraft zu nutzen. Wahrscheinlich ist jetzt hier hinter dem Dingens ein Totem. Okay. Also man kann ihr eigentlich auch relativ gut entkommen. Okay, hier ist keins. Wäre halt schon geil, wenn wir noch ein weiteres Totem für später finden würden. Oh Mann, ey. Oh, die kriegt mich. Ja. Obwohl der Hit mal wieder überhaupt nicht drauf war. Ja, ich direkt gemerkt, okay, die wird mich da erwischen. Ah, das zweite Mal, ey. Das ist jetzt bitter, ne? Das ist auch wieder echt blöd gelaufen. Also, und mit das meine ich mich. Hier haben wir einen Generator. Sogar schon ein bisschen bearbeitet worden. Ach, guck mal, sie hat sogar Pop Goes the Weasel. Ja, da hinten wird der Gen gemacht. Okay, ich kann mich gleich auch sonst selber noch einmal hochheilen. Habe ich Ausbruch mal wieder perfekt überhaupt nicht genutzt, ne? Also ich komme wieder zurück. Kannst du mich hochheilen? Ja, ne? Bin ich sicher, ob sie Nurse's Calling noch hat. Also Barbecue hat sie, meine ich, schon. Obwohl sie komischerweise dann nicht zu dem hier gegangen ist. Na gut, wenn die Leute am Gen arbeiten. Ist wahrscheinlich besser, wenn man die Leute vom Gen erstmal killt, ne? Dankeschön. So. Ich habe übrigens gefühlt überhaupt gar nicht an Generatoren gearbeitet. Könnte man jetzt nochmal hier zum Ende der Runde ändern. Und dann, ja, wie gesagt, ich würde gerne einen Ausgang öffnen. Für die Daily halt eben. Jetzt hat übrigens jemand 100% gedroppt, ne? Ich renne ihr halt auch wieder einfach entgegen. Oh, da liegt jemand. So, jetzt soll ich es wieder probieren? Ich glaube, da ist sogar ein Haken relativ nah. Ja, der Haken, wo wir eben noch dran hingen, genau. Oh, sie hat die andere gesehen. Schnell warten, bis sie sich portet. Ah, Steve kam auch. Steve hätte sogar geliehene Zeit dabei gehabt, ne? Hätte natürlich auch Steve jetzt den Vortritt lassen können. So, ich suche mal eben. Folgt die mir? Nice. Ah! Oh nein! Womit habe ich das schon wieder verdient, Leute? RIP. Ah, Mann, ey. Warum ein bisschen Pech dabei? Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ich bin tot. Du brauchst dich da nicht so hinhocken. Ach, ja. Ja, soll wohl nicht sein. Jetzt ist der Gen sogar noch fertig geworden, ne? Oh, Mann, ey. Ich hatte auch ein bisschen Pech, Leute. Ich hatte auch ein bisschen Pech. Ich glaube, die war vom Rang her auch gar nicht so hoch. Ich bin mal gespannt jetzt. Also, diesmal lag es an mir. Es liegt nicht an dir, Killer. Es liegt an mir. Ach ja. Also, Zielkategorie gab es nicht ganz so viel. Oh ja, Tapferkeit haben wir dafür aber ein bisschen was gesammelt. Und wir haben ganz gut jetzt eine Punktelandung hier hinbekommen. Zweimal Silber, einmal Schillernd, einmal Gold. Also war eigentlich gar nicht so schlecht, die Runde. Wie man vielleicht annehmen würde. Aber, ach ja, ich kann jetzt leider nicht sehen. Er war Rang 2 sogar tatsächlich, okay. Weil wir haben ein paar Jagden ja echt easy gegen sie gewonnen. Und jetzt, ja, haben wir irgendwie
trotzdem am Ende reingeschissen, ne? Ach, Mann. Okay. Nancy, ich weiß nicht. Ich glaube, du sollst dein Ausgangstor heute nicht mehr bekommen, ja? Keine Ahnung, was da los ist. So, ich bin raus, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß hier in der nächsten Runde mit Nancy. Wie immer, danke fürs Zuschauen, ja? Wenn es euch gefallen hat, gerne Kommentare, Likes und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.